So, heute von der Kundgebung, Teil 2. Medien sind auch da. Heute ist der 19.01. Was haben wir gerade an der Zeit? 12.42 Uhr. Mein Name ist J6, Six All in the Mix. Und herzlich willkommen zu diesem Video. Zu diesem neuen Video. Folgt mir auf die Reise. Wir haben jetzt im letzten Video ein bisschen die Kundgebung gezeigt. Jetzt können wir in diesem Video so ein bisschen drumherum laufen und uns vielleicht mit den Leuten unterhalten. Wäre auch nicht schlecht. Etwas windig. Mein externes Mikrofon nicht bei. Nutze ich also hier von der Kamera meinen internen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind hier am Brandenburger Tor. Hier gibt es noch nebenbei ein Brezel-Business. Der Kollege verkauft Brezel. Und die Kundgebung selber hier am Brandenburger Tor. Deutschlandfahnen. Spediteure aus ganz Deutschland. Ja, wir gehen mal ganz kurz zu den Trucks. Leute, die was zu trinken anbieten. Bier, Tee und Glühwein. Toiletten, die aufgestellt worden sind. Kennen wir aus den letzten Videos. Und ich schätze mal, das sind vielleicht so, ist nicht viel. Die Trecker, die Bauern, waren auf jeden Fall viel mehr hier. Das sind jetzt vielleicht 5000 Leute, wenn überhaupt. Wenn es hochkommt. So. Noch ein weiteres Business kommt dazu. Currywurst-Grillstand sehe ich hier gerade, kommt hier gerade an. Die weiße Flagge, was bedeutet die weiße Flagge? Kapitulation. Was bedeutet die weiße Flagge, wenn ich Frieden. Frage? Frieden, Kapitulation sagt man eigentlich. Aber Kapitulation gut. Auch. Ja, schön. Ja. Danke für die Aufklärung. Gerne. Sie sind also, Spediteur? Nee. Achso, nee, Sie unterstützen die Sachen nur. Ja, Bürger. Bürger, ja. Cool. Respekt. Und ja, du auf die Straße gehen. Nur Frieden ist halt für mich der Schlüssel zur ja. Veränderung. Ich meine, es ist ja alles Folgen des Wirtschaftskrieges der ja. Regierung. Und oder der Regierungen weltweit. Ja, ja, weil die vielleicht vernetzt sind. Der ganze Westen macht da ja mit. Wirtschaftskrieg gegen Russland und wir verlieren den und deshalb geht es allen schlechter. Ja. Und Krieg beendet man mit Frieden. Aber Frieden bringt kein Geld, sagt der Westen. Tja, das stimmt. Ja. Richtig. Ist der Hammer, ne? Das ist richtig, aber worum geht's, weißt du? Ja gut, sobald der Dollar fällt, muss es natürlich muss immer was passieren. Ja, dann ist der Euro so habe ich das aufgefallen. Ja. Weißt du? So habe ich das aufgefallen. Das ist eh futsch. Also wenn du fürs Geld noch auf die Straße gehst, hast du keine Zukunft. Vorbei. Der Frieden sollte mal eine Zukunft bekommen. Aber das liegt an den Menschen, die aufstehen für den Frieden oder halt auch nicht. Ja. Wiederholt sich halt ein paar hundert Jahre. Danke. Gerne. Dankeschön. Ciao. Ja, zwei nette junge Männer mit ihrer Aussage, mit einer weißen Flagge. Frieden ist natürlich klar, ne? Warum habe ich das dann gesagt? Frieden bringt kein Geld. Weil der Westen ja so eingestellt ist. Frieden bringt kein Geld. So, da haben wir hier nochmal die Herrschaften, die jetzt gleich einfach mal was verkaufen werden. Schlau. Jeder nutzt seine Chance. Interessant. Wäre mal interessant, ein paar Touristen zu fragen. Leute, die nach Berlin kommen und sich das angucken, was sie davon halten. Wenn die Frau spricht, gehen alle weg. So, wir wollten ja da lang erstmal. Also gehen wir auch hier lang. Die Spediteure haben übernommen bis zum 28.01.
alles sauber hier auf den Straßen. Hi. Grüß dich, alles gut? Ja, genau. Ja, was machst du? Gucken. Ja, okay. Ich guck mal weiter, ja? Mach's gut. Wir haben noch einen Zuschauer entdeckt gerade. So. Sonniger Tag, trotzdem windig. Und die Spediteure gehen jetzt erstmal zu den Trucks zurück. Es ist kalt, die Leute können da nicht stundenlang stehen, verstehe ich auch. Heute etwas voller als gestern. Klar, die Kundgebung. Die gehen zu ihren Trucks, es ist kalt. Absperrung steht immer noch, damit nicht noch mehr Lastwagen dazukommen. So. Straße 17. Juni. So, die drei Karikaturen kennen wir. Das kennen wir schon von aus den letzten Videos, aber ich zeige euch das gerne nochmal. Ja, Freunde. So, rein zu den Spediteuren. Der Kollege hat eine Russlandflagge in der Hand. Verzeihung, ist das eine russische Flagge? Ja. Ja, sieht wohl so aus. Ich dachte, gut, Holland kann es nicht werden. Nee. Von Wladimir Putin. Wladimir Putin. Ja, hast du was für zu Hause? Ah ja, okay. Army, go home. Army, go home. NATO, okay. Kriegsverein. Ja. Okay. Okay. Würden Sie sich so einen Präsident wie den Herr Putin hier in Deutschland wünschen, wenn ja, Sie ehrlich mindestens. Sind? Mindestens. Okay. Was muss sich dafür ändern? Nee, wir sollen vernünftige Wahlen machen und die Leute sollen mal vernünftig nachdenken ein wenig. Dann kommt ein bisschen Kultur und Ordnung in die Hütte hier. Ja. Ansonsten sind wir nämlich verraten und verkauft. Der Putin, der Wladimir, setzt sich für sein Volk ein. Mhm. Und die hier, die stürzen das Volk. Eigentlich sind es ja von uns gewählt, Angestellte von uns. Verstehe, ist ja richtig, ja. Ja, nee, okay, das ist... Sie waren halt bei TikTok? Oder? Ich bin auf YouTube und TikTok, genau. Ich bin freier Journalist. Also ich mache das für mich. Ja, ich bin nicht angestellt irgendwo. Ja. Hast du den Auf-1-Trakt schon gesehen von aus Ösiland, aus Österreich? Nee. Die sind auch mal sehr gut. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ich bin immer neu in Berlin. Was würden Sie denn machen, wenn der Putin einfach nach Deutschland einschreiten würde? Nee, dazu kommt das nicht. Der macht dann nicht grundlos. Nee. Das ist doch ein Witz. Der ist ja auch jetzt grundlos. So, der Ukrainer, René. Ja. Er will ja nur seine russische Bevölkerung dort vor Zelensky retten. Weißt du? Ja. Und die ganze Propaganda von der NATO und von der Amis, die Angelsachsen sind, die entscheiden. Ja. Weißt du, die wollen ja, sind ja scharf auf Russland. Darum geht es. Ja. Und er schützt nur seine eigenen Volksgruppen. Das würde ich mir von dem wünschen, dass sie sich um das deutsche Volk macht. Warum ist das in Deutschland so? Wieso bekommen sie es nicht hin, Ihrer Meinung nach? Warum Weil ist das so? Weil wir gar keinen Friedensvertrag haben. Wir sind ja besetzt. Bei uns ist ja besetzt. Ja. Und alles, was drüben erzählt wird, von den Angelsachsen in USA, da müssen wir uns fügen. Das ist so traurig. Ja. Und wieso war das denn schon immer so? Ich bin ja selber seit 93 in Berlin. Ja. Vor. Wo kommst du her? Ich komme selber aus der Alt-Sowjetunion. Ja. Aus Tadschikistan Richtung Kasachstan. Tadschikistan, ja. Genau. Ja. Meine Frage ist, es sind ja auch einige Regierungen jetzt hier durchgelaufen in den einigen Jahren.
Warum kommt das immer aufs eine hinaus in Deutschland? Warum wird immer jedem was versprochen? Dann kommen die gewissen Leute an die Macht und dann ist es immer dasselbe. Wieso ist das so? Weil die... Irgendwie erzählen die dasselbe. Naja, ich sag mal, das ging ungefähr los vor 10, 20 Jahren. Unser Schmidt und Willy Brandt, wie sie alle hießen, ja. Das waren ja noch Politiker, die haben versucht, für das Volk was zu machen, mussten sie natürlich ja. mit den Fügen. Aber in den letzten 10, 20 Jahren haben sie Wahlplakate rausgehangen. Das wollen wir machen, aber in Wirklichkeit haben sie immer das entgegengesetzt gemacht. Ja, ja. Das hat sie richtig zugespitzt. Ja. Und die Jugend wird ja auch immer mehr indoktriniert in den Schulen, aber es gerade wieder Fälle gehabt, naja, die wollen eben 3D-Schnitzel essen und wollen, 3D. Ich sage mal, der Klimawandel, wisst ihr, das Anfühlen ist heavy. Richtig, ja, ja. Das Schlimme ist ja, die Jugend weiß ja nicht mehr, was was ist. Genau, und wenn man die sagt, du musst die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu verstehen, das ist das Richtige bei der Sache, oder? Also, aber die kriegen es ja nicht in der Schule mit, wisst ihr? Läuft auch die AfD-Gefahr, dass wenn sie, wie gesagt, es gibt ja hier, also... Eine Menge Parteien versprechen was. Ja. Das ist das Problem. Und das ist das Problem. Kann es auch passieren, dass der AfD dann irgendwie am Anfang erstmal ja, ja sagt und dann... Ja, ja, natürlich. Ist alles möglich. Das ist das Problem. Ja, um das wollte ich ansprechen. Ja. Aber das wäre ja zumindest mal eine Chance. Ja. Und wenn es andersrum würde, dann würden sie die auch wieder umkippen. Sagen okay. Ja, dann sind sie weg. Dann ist die haben dann nur eine Chance. Ja. Entweder die schaffen was oder schaffen nichts. Ja, deswegen, ja, deswegen frage ich ja eigentlich. Ja, ja. Ich habe gegen niemanden was. Ich bin immer neutral. Und ich bin in der Zukunft. Ja, das ist ja, das, das ist ja das Ding, ja. Aber, siehst du? Aber jeder macht es besser wie diese Partei im Moment. Ja. Okay. Ja. Oder diese Parteien, ne? Die nutzen das Volk aus, ja, bis zum geht nicht mehr. Ne? Ja. Ich arbeite über ein halbes Jahr nur für diesen Staat. Ja, würden Sie sagen, das Volk ist inzwischen sehr naiv geworden? In den letzten 30 Jahren. Ich kenne das Ding noch. Nicht alle, ja. Die werden naiv gemacht von der Propaganda. Ja? Ja, ja. Da sind so viele, die ins Gehirn gefickt werden. Ja, und annehmen. Ja, ja, ja. Diese Taktik, die hört man ja eben wie gesagt, in den Staaten. Ja, ja. Und da hört man es ja. Und dann, wenn man vergleicht mit dem, was man jetzt so allgemein auf der Straße mitkriegen, ja, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ist irgendwie komisch, ne? Ja. Ja. Irgendwie sagt jeder Dritte, nicht jeder Dritte, jeder Zweite, sagt ja irgendwie, nee, das wollen wir so nicht. Und warum wird dann im Fernsehen immer gesagt, die Statistik hat besagt... Kennst du das nicht? Okay. Ja. Okay. Hat er bei Hitler hingehauen, bei Honecker, das ist jetzt genau das selbe. Ja. Das heißt, man produziert die Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Genau. Ja. Ist genau so wie bei den Statistiken. Inszenierung, okay. Genau. Traue nie eine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Deswegen habe ich mich immer gefragt, woher kommt die Statistik? Was soll das? Ja, das kommt von Stiftungen. Ja, wo werden sie her bezahlt? Von der Regierung. Also, bezahlt die Stiftung, die Statistiken wieder rausgeben. Also. Was muss sich eurer Meinung nach jetzt ändern, schleunigst? Schleunigst müsste diese Ampel. Politik zurücktreten. Ja, ja. Aber es wird natürlich schwierig. Neuwahl, ja. Muss einfach Neuwahl kommen. Der Misstrauensantrag kann ja ganz normal demokratisch laufen. Oder könnte. Die treten zurück, Misstrauensantrag, aber da die alle zusammenhängen, ist es ein großes Problem. Ja, wenn ihre Posten nicht loswerden. 80% der Bevölkerung möchte diese Ampel nicht. Was sagen Sie zu dem Herrn Scholz? Der kommt mir so unautoritär vor. Was sagen Sie zu dem Mann? Ja, so ist wie gestellt. Wie kommt er Ihnen vor? Ja. Unautoritär. Komisch, ne? Also ja. So leer. Ja, also die Merkel konnte ich auch noch leiden, ein bisschen. Da fehlen eigentlich nur noch die Feen. Ja? Ah ja, okay. Die von so einer Gruppe. Die kann man über die Glatze streichen. Olaf, du machst Politik. Ja. Glatze streichen. Ich habe ja bei Ihnen gesagt. Ja. Du machst das schon gut. Nochmal eine sehr eklige Frage. Was ist mit den 300 Millionen in Peru? Was soll das? Ist das Geld waschen, Geld klauen oder was machen die da? Da könnte alles hinterstehen. Ja. Ja. Vor allen Dingen bevor die anderen kommen ja bloß 3 Mark an wahrscheinlich. Das ja. Wird hier und da. Meinen Sie, die klauen selber auch aus der Staatskasse? Nee, die schicken das ja hin und ja. Die Stiftung und die verteilen das dort. Also erstmal genau wie bei jedem Deutsche Rote Kreuz oder Hilfe mit Herz oder was sie überall verschenken in der ganzen Welt. Der kommt ja kaum mal an. Das kommt einem auch sehr suspekt vor. 300 Millionen und dann noch Peru. Warum Peru? Warum nicht? Warum Fahrradwege? Was soll das? Ja, Fahrradwege. Weil jede Sache hier in der Regierung hat ein Etikett. Ja. Da muss man abziehen und dann kannst du dahinter gucken. Ah ja, okay. Ja, das ist ganz wichtig. Mann. Eins ist noch wichtig. Es laufen ja 1000 Klagen gegen die ganze Corona-Geschichte, gegen die Politiker, wie korrupt sie waren. Ja. Denn die haben ja schon ein Genozid durchgeführt. Ja, ob es die korrupten Geschichten waren oder die von der Leyen, die werden Milliarden einfach. Tja, wird aber keiner zur Verantwortung gezogen. Und das ist das. Gut, die Sache ist ja auch schon leider die Summe machen. Ja.
Also Sie meinen, dass Sie auch damit Geld verdient haben, sehr viel. Ja, natürlich. Ja. Die sind korrupt. Wer korrupt ist, muss weg. Ich dachte immer, dass Deutschland nicht korrupt ist, als ich jünger war. Deutschland war schon immer korrupt. Auf höherem Level wahrscheinlich. Aber jetzt machen sie es immer mehr öffentlich. Öffentlich, ja. Und da war das aber noch das Verhältnis. Ich bin ja Freunde, das sind alles keine Feststellungen. Wir unterhalten uns nur. Das ist eine gesunde Unterhaltung. Jawohl. Das sind alles nur Fragen, die wir haben. Ja, also damit die Leute auch Bescheid wissen. YouTube, USA, Sie wissen Bescheid. Genau. Raus aus den NATO-Drecksladen und dann Deutschland braucht ja, Deutschland braucht ja kein, irgendwo Kriegsmaterial zu schicken. Die haben ja selber noch namens Sven Möcking, bla bla bla. Das wissen wir ja. Ja. Das Bundesverfassungsgericht sagt es sogar. Ja. Wir dürfen ja gar nicht eine Patrone und nicht mal einen Stahlbombe hinschicken. Ja. Aber die haben die drauf gesetzt und machen das, was sie wollen. Wie traurig. Warum? Nur mal eine Frage. Warum zum Schluss? Warum versucht Deutschland das Weltklima oder die Welt an sich zu retten? Was soll das? Ja. Also ein kleines Land mit 85, knapp 90 Millionen Einwohnern. Das ist doch nicht Deutschland. Nee. Das ist doch nicht Deutschland. Da wissen wir ganz genau, dass es von woanders gesteuert wird. Okay. Wer hier der Herr ist, das sieht man doch, oder? Und warum müssen dann aus der Welt, ich sag mal, wenn irgendwo was passiert, warum immer gleich alle gezielt nach Deutschland? Warum nicht nach Österreich, in die Schweiz oder Frankreich? Okay. Am meisten Kohle. Also brauchen wir eigentlich gar nicht so kommentieren. Nee, das sieht man doch öffentlich. Ja. Wer die Augen aufmacht, der sieht das. Ja. Ich verstehe. Also ist gezielt, sagen Sie. Ja. Ich will die Leute ja keine Vorwürfe machen, die hierher kommen. Ja. Aber ja, unsere Politik, die da drüben sitzt, dass die das zulassen. Gut, die werben dafür halt, ne? Ja, die werben. Genau, in anderen Ländern, die so Fachkräfte, genau, wie auch immer. Aber Leute, die herkommen, können das ja nicht anders, also nicht besser wissen. Aber ich habe dann auch Erfahrungen gemacht, wo Leute gesagt haben, wir sind hier angekommen, wo Migranten sozusagen ankommen und sich dann denken, ah, ich krieg doch kein Porsche und drei Häuser. Ja, das ist ja, das war die falsche Propaganda. Ja, da haben sie leider die falsche. Ja. Damals nochmal vor zwei oder vor 40 Jahren, sagen wir mal, in den 90er Jahren. Da war das Verhältnis ja noch gut gewesen. Hat man vom Verdienst die Hälfte gehabt und die Hälfte konnte man konsumieren. Ja. Heutzutage ist man 70-90%. Ist richtig. Und die ein bisschen weniger oder knapp dran sind, denn für die ist jetzt Feierabend. Da kann ich mitreden, weil ich habe die D-Mark noch erlebt. Ich kam 93 und hatte 50 D-Mark als Taschengeld. Ja. Damit habe ich drei Wochen gelebt, als Kind. Ja. Und das ist das Verhältnis. Ins Kino gehen, Kakao trinken in der Schule. Ja. Deswegen sagt man ja, für 100 Mark konnte man einen Monat einkaufen. Auf jeden Fall. Da waren die Einkaufswagen voll. Waren. Ja. Genau. Du hast noch ein paar Tüten gebraucht. Jetzt hast du 100 Euro und hast du eine Zellophantüte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist ja das Unglaubliche. Ja. Also als ich kam, war noch der Kohl da. Und da gab es noch Kohle. Ja, bei Helmut, ja. Ja, aber ihr habt es auch nicht so viele, die was. Ne? Ja. Nee, das war damals sehr strikt. Das war damals sehr strikt. Wir haben damals auch schon. Schäuble hat ja auch die Kofferschichten gehabt und so was. Ja, wurde auch die Leuner, war ja auch äußerst korrupt. Ja, die waren. Staat ist, da brauchen wir nichts nicht da. Die waren trotzdem auf aber gut Deutsch. Solange wie das. Sollen sie, solange wie im Verhältnis bleiben. Richtig, oder? Es war ja noch mit Vernunft. Oder genau, auf gut Deutsch. Kann ja eine kleine Prämie geben im Koffer, also eine kleine. Ich meine, in Russland war der Jelzin ja auch immer besoffen. Ja, öffentlich, war dem scheißegal. Genau. Bloß der war, wenn was anstand, dann war er trotzdem da und hat durchgezogen. Ja. Ich habe ja für die russischen Oligarchen gearbeitet in Nizza. Hat ja Spaß gemacht. Ja. Hat ja funktioniert. So, aber darf ich nicht sagen. Alles gut. Schönen Abend, schönen Abend, ist ja schon Abend knapp. Ja, euch weiterhin schönen Tag und ja. Ja, und hoffen wir, dass wir auch bewegen können. Ne? Ja. Mal sehen, was passiert, weil dieses Jahr soll vielversprechend werden. Es ist die Zeit des Umbruchs. Ja, aber es wird auch sehr viel Scheiße passieren, wurde gesagt. Hoffentlich nicht. Also, dass es nicht ganz böse abläuft. Kann ruhig holprig sein, aber. Ja, so einen dritten Weltkrieg, so einen Krieg braucht ja auch keiner. Nee. Weil die jetzt mal in die NATO fliegt, weil einer macht eine kleine Übung und wir inszenieren so einen Vorgang da mit Wladimir. Also, das ist für mich das ist die größte Frechheit. Wa? Ja, nochmal provozieren, vielleicht wird was inszeniert, um das loslaufen zu lassen. Das Problem ist ja. Russland ist kein arabisches Land, was sich nicht wehren kann. Das ist das Problem. Ja, also es könnte sehr, sehr schwer nach hinten losgehen. Weil die Leute. Sie aber mit ihm und der Geschichte. Nee, der Typ ist ein bisschen anders. Ne? Also, weil wenn die es ernst meinen, ist dann erstmal Feierabend. Dann, das ist das Problem. Ne? Aber die haben ja im Gläubiger an der Macht. Aber der ist ja intellektuell, der ist ja nicht ganz bescheuert. Genau. Ja, der hat jetzt eine Bildung genossen, sagen wir mal so. Ne? Das kann man jetzt von,
ja. Wenn man mal darüber guckt. Ich verteidige dennoch niemanden. Ich bin auf keiner Seite. Ich bin weder religiös noch politisch. Das alles interessiert mich nicht. Man möchte einfach nur ruhig leben. Aber es geht nicht. Es nervt. Was soll das? Die Steuern. Ja, alles Gute. Ja. Schönen Tag. Ciao. Pass auf euch auf. Ciao. Ciao, ciao. Ja. Drei junge Männer. Super nett. Und ja, aus Berlin natürlich. Waren jetzt keine... wie nennt man das? Ich merke auch, dass ich jetzt immer mehr so auf die Seite rutsche. Ich muss natürlich neutral bleiben. Aber die Leute sind wirklich sehr, sehr nett. Man merkt ihre Anspannung und man merkt, dass sie genervt sind, dass sie gar keinen Bock mehr haben. Also irgendwie sagt wirklich jeder, den man trifft, auf Demonstrationen irgendwo, dass jeder keinen Bock auf diese Regierung hat. Und dann hauen sie Statistiken raus. Sie sagen ja, Statistik belegt, dass 62% oder 54% für uns sind. Aber wer wählt euch denn? Wie schaffen die das? Das haben die jungen Männer mir gerade auch erklärt. Propagandamaschinerie. So, ich würde sagen, das war es erstmal für dieses Video. Die Jungs waren sehr unterhaltsam auch. Sehr bereichernd. Das Ganze ist auch mal schön zu sehen, wie die Leute auch untereinander interagieren. Und die Kommunikation ist da. Die Leute gehen auf die Straße. Es ist ja nicht einfach irgendwas. Die tun nicht irgendwas. Das sind erwachsene, gestandene Männer. Ältere Männer, die auf die Straße gehen. Also ich sehe keine Kids hier. Nichts. Keine Jugendlichen. Gar nichts. Alles ältere Menschen. So, ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich jetzt hier reingehe zu den Truckern. Nochmal. Das wird das dritte Video sein. So, jetzt erstmal tschüss und Grüße aus Berlin. Straße 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und der Goldelse. Friede, Freude, Eierkuchen. Mal sehen, was uns dieses Jahr erwartet. Alles Gute. Tschüss.